was wir da alles aufgedeckt haben und so, das ist auch psychologisch ganz schwierig überhaupt für Menschen. Das schafft er ja gar nicht. Aber das ist ja so, das ist ja wirklich so, wie ich gesagt habe. Im Prinzip müssen wir sagen, wir haben kein Leben mehr. Im Prinzip sind wir unzureichend, deswegen. Im Prinzip müssen wir selbst als sowas darstellen. So, und da muss sich der Mensch erstmal überwinden. Und genauso haben wir uns immer genötigt, dass wir uns überwinden müssen, über die Armut zu reden, Renate, über wie, was hier los ist. Gut, dass das nachher war, das hat uns ja bestärkt bei der DDR-Bürger. Das hätte mich gar nicht getraut, das da zu zeigen und abzuspielen, welche Reaktionen hat denn alles an. Und vom Fest und so darüber zu sprechen, was mir denn passiert und so. Und gut, war das ein eindeutiger Beweis gewesen, wenn mir da noch was gemacht hat. Jeder weiß, ich rede doch ganz locker darum. Na, dann würde ich doch da nicht stehen bleiben. Wenn ich schon muss, dann gehe ich doch hoch. So, dann gehe ich durch und das ist so stark für Gas gewesen. Das ist der. Ah, natürlich muss die Tür da immer noch fallen, alles natürlich. Dass ich es dann nicht mehr geschafft habe. Und dass ich den Mut hatte und dann noch gesagt habe, schönen Dank alle, ne? Schönen Dank, Marte, die volle Bewusstsein. Ja. Schönen, schönen Dank. Natürlich viel, viel später, aber natürlich haben wir was anderes angezogen. Ich bin da kein Hirn, ich stelle mich noch nicht hin, so. Ärztin, du hast mir eine Hose gemacht. Okay, naja, na, das muss man auch mal deutlich sagen. Natürlich war das Minuten später oder 10, 20, aber müssen wir da alles sauber machen. Alles. Ja, aber das sind doch jetzt alles Beweise und gut, dass wir Mut haben. Und nur weil wir wussten, wie die DDR-Bürger dort leiden, ne, haben wir uns das getraut. So, aber das ist sowas, man kann sich eigentlich gar nicht so überwinden. Man ist dazu gar nicht in der Lage, sich zu überwinden. Darauf ist der Mensch gar nicht ausgelegt. Der zieht sich immer weiter zurück, weil es ihm immer peinlicher ist. Deshalb kommt man da eben gar nicht mehr alleine raus. Und die Behörden haben das mit voller Absicht gemacht. Mit voller Absicht haben sie uns hier immer spüren lassen, dass wir nichts haben und dass wir arm sind, ne? Und wie unsere Wohnung denn aussieht und so. Mit voller Absicht haben wir einfach nichts gekriegt, was uns zugestanden ist. Weil das haben sie geschrieben und haben uns Geld geklaut. Also für neue Möbel und alles andere. Ja, billig neue Möbel, ne? Die ganz billig waren. Und die wir nie genommen hatten, hat man uns aufgezwungen. Ne? Man möchte nochmal erinnern, das Risiko wollte man nicht eingehen. Wir wollten ja unsere Möbel haben und dann hat das Umzugsunternehmen gleich gesagt, es hat keinen Platz dazu. Das war nie da. Das ist auch eine Fotomontage gewesen, ist wieder weg. Wir haben ja Fotos gekriegt von dem, was die gekriegt haben. Da starben sie einfach in den LKW raufgestellt, das war alles aufgeräumt, das war das Riesenunwetter im Norden, ne, wo alles so aufweicht und so, riesige Überschwemmung gab da zu der Zeit. Im August, glaube ich, war das im Norden. Ja. Also müsste im August 2002 gewesen sein. Irgendwie sowas. Und dann stand der LKW da einfach und dann waren seine Spuren nicht zu sehen. Und dann war er nicht eingesackt und da kann man nicht stehen, der sagt dann immer halt. Von der Olympia wieder stehen. Und alles so sagen, dann haben wir es erkannt, dann sind die Fotos verschwunden. Man war nie da und man hat dann gesagt, man konnte unsere Möbel nicht mitnehmen, weil bevor wir weggingen, und wir sollten ja weg, man wollte uns das Schloss dann, hat man mit voller Absicht einfach unsere Möbel zerstört. Ja. Und das haben wir dokumentiert und diese Möbel wollten wir haben und sofort zeigen. Genau. Wieso ist es so, dass diese Möbel kaputt sind? Damals hatten wir noch Bilder. Das haben wir natürlich fotografiert. Unser Fehler war damals, wir haben die Schränke nicht aufgemacht. Das wussten wir nicht. Das ist ein normales Stil. Und das muss alles so gekappt, das ist so gemacht. Natürlich haben wir nicht jedes einzelne kleine Stück für die. Hätten wir machen sollen, aber hätte uns ja auch nichts gemacht. Warum alles so machen? Das möchte ich doch nochmal eindeutig sagen, wie wir vorgegangen sind. Wir haben diese Möbel nicht bekommen, weil dann hätten sie hier reagieren müssen, hätten ja gesehen, alles kaputt. Auch das wollte man von Anfang an nicht. Auch das war alles ganz genau geplant. So, und, ja, und jetzt dieses fiese, wo sie dann auch die ganzen Bilder gestohlen haben, vom Terrorkämpfer. Mensch, unglaublich. Na gut, dass die anderen woanders reingelöscht sind, dass wir die jetzt schon haben. Also da will ich uns einsehen, ne? Da diese komische Haltung, ne? Am Mitten im Wald, am Anfang geklopft. Das sind doch alles so eine Sachen. Von Anfang an arbeitet dieser ganze Staat gegen uns. Dann werden wir doch hier nur noch weg. Das ist was Neues aufbauen. So, wir haben so viel Charakter, ich will hier nichts mehr. Und diese Grundstücke, da werden unsere Freunde bekannt aus Deutschland. Schön, was macht, schön gut, das Ding schon weg. Ne? Dass wir die jetzt schon verwalten für uns und was weiß ich alles. Ne? Wir werden hier noch genug bekannt und Freunde haben in Deutschland. So, wir wollen weg. Und wollen dann in diesem Land bleiben, Renate. Und jetzt da alles aufbauen und diesem Land helfen.
na Alpen. Das ist ja plötzlich auch unser Lager in der Betreuung. Wir haben uns da aufgehört. So, alles andere machen wir schon schwer. So, und auf unser Königreich, also da Reichungen werden sowieso noch nicht gut. Sehen, wie es wird, wenn die alle verurteilt werden. Aber das ist geschafft. Genau nicht, gar keine Lust mehr, das ist ja auch Deutsch, das ist ganz klar. Dann habe ich da gar keine Lust mehr, doch. Dort kann das einer verstehen. Ohne dass ich diesen Staat passe oder so, der ist ja. Bloß nicht so hinstellen, aber wir sind konsequent, ne, Latte? Ich habe da einfach keine Lust zu. Lass mich hier nicht weiter und möchte nicht unter diesem Leben, die mich hier dazu getrieben haben, Latte. Oder schicken? Deshalb brauchen wir, dass uns das Land aufnimmt, sonst kann ich hier alles aufhören. Während wir ein halbes Jahr bis ein Jahr erstmal laborieren, nicht so können körperlich, dann wird es immer ein bisschen besser werden. Wir hoffen, dass wir noch mindestens 5 Jahre haben, vielleicht sogar 10 Jahre, die wir leben können. Und wenn wir nicht so alt sind, trotz dieser ganzen Vergiftung, dann nicht so viel Krebs dort. Und einfach schön was leisten. Natürlich für uns. Natürlich kann das Land dann das nutzen, ne? Weil auch da haben wir zum Glück Kapitalismus. So, wenn das Land dann Sozialismus hat oder Kommunismus hat, und da verschwinden wir dann wieder in der Nase. Und dann gibt es dann immer noch eine Ecke, wenn man es nicht macht. So, uns ist das total egal. Hauptsache, es ist ein ehrliches Land, ne? Hauptsache, das Klima ist nicht so heiß, das ist das gar nicht. Dass es so ein gibt, wie das Klima gemäßigt ist. Wir freuen uns denn natürlich auch, wenn wir alle klimatischen Bedingungen haben. Dass wir als Biologen damit auch noch ein bisschen was mitkriegen. Persönlich werden wir da nicht mehr hinlegen, weil wir veröffentlichen zu können. Aber selbstverständlich werden wir von Ihnen dann auch Biologen und so anleiten können. Von uns lernen können und wir natürlich auch von Ihren Biologen. Denn da sind wir jetzt vor. Dann suchen wir uns natürlich auch Wissenschaftler aus der ganzen Welt, die gerne kommen werden. Und gerne werden auch Wissenschaftler so kommen, wenn sie mit uns unterhalten wollen. Selbstverständlich werden wir auch ihre Nähe suchen, Herr Matte. Und ihr Land wird dadurch bekannter werden. Es sei denn, wir sind Schaumschläger und haben einen großen Mund, und das stimmt nicht, aber auch das haben wir spätestens die letzten 7 Monate bewiesen, wie wir, ohne dass wir da Spezialisten sind, vorgegangen sind. Wie wir das alles einigermaßen gelöst haben, wie wir uns da angesehen haben. Dass wir genauso sind, dass wir Wissenschaftler sind. Und so werden wir das dann auch in jedem Markt lang machen. Und natürlich wird es dann dadurch auch gekappert. Weil wir dann die Weltuniversität haben und die Weltschule und alles andere, was wir gesagt haben. So, und wir können selbst nicht hin, wir lernen dann diese Kapazitäten der Welt an. Die wirklich zu den Wissenschaftlern. Die das nicht immer da irgendwie aufhebens machen, was das können. Das ist natürlich nicht verstanden. Mit Doktortiteln wir ansprechen müssen. Aber bei einem Wissenschaftler ist es plötzlich noch anders. Und das kann man sich ja dann gar nicht vorstellen, was man hier im Leben ist. Das ist dann gegenseitig da auch nicht mit Namen wissen, sondern dass man der Herr Doktor so in der Krankheit hat. Dass man da mit dem Löschen sich reinschmutzt und denkt, was für eine Arroganz. Was für eine Selbstherrlichkeit, was für eine Pflege, ne? Was für eine Pflege, ne? Das ist das Ärztetum, was man ist. Und die reden sich dann die Wissenschaftler untereinander einfach mit dem Namen. Und wenn der falsch anspricht, weiß man auch nicht darauf hin, dass man doch dazu benutzt. Wie hier die Doppelmarke alle gleich machen in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es überall so ist. Ne? Die Ärzte sind sowieso gleich, ne, warte? Das ist denen doch egal, da haben sie doch kein Problem mehr. Weil sie wissen doch auch, sie können sich mit dem Menschen doch viel besser darstellen, weil dieser Titel nicht stimmt. Ja, und jeder sollte wissen, warum wir in der DDR keine Wissenschaft doch der Titel. Aber nehmen auch an, dass man das auch ein bisschen provoziert hat und noch wollte. Weil dadurch sind wir erst noch mit gar nichts gekommen, das wollte man. Ne? Ich möchte dann mal unterbrechen.